So, dann wollen wir doch mal unsere Belohnung abholen. Habe ich nicht recht? Ich bräuchte 317 Grinseblumen, um meinen Appetit zu stillen. Ja, hier, alle Blumen im ganzen Spiel. Ich habe alle gesammelt. Yay. Super. Bitte sag mir... Oh Gott, wie lange das dauern wird. Bitte sag mir, du bist glücklich. Ich habe meine ganze Lebenszeit geopfert. Nur damit du das jetzt eher essen kannst. Mehr als 35 Stunden habe ich dieses Spiel gespielt. Brrrr. Besten Dank. Ich bin voll bis oben hin. Hier, dies ist ein kleines Dankeschön. Und für all unsere Mühen kriegen wir die Traumsonne als Kostüm. Ja. Das ist der Dank für 100%. Dieses Kostüm. Ich meine, es ist richtig cool, das Kostüm. Aber wird man es überhaupt noch benutzen in diesem, ab diesem Punkt des Spiels? Ich meine, man ist doch jetzt eh durch mit dem Spiel. Was willst du jetzt noch machen? Es gibt nichts mehr. Allerdings, bevor ich euch die Sammlung dann nun mal zeige, das ist das Letzte, was wir noch tun können. Ein bisschen, was ich noch tun möchte. Hier, am Anfang, wo man die Charakter Yoshi ändern kann. Hier ist halt jetzt dieses Schiff. Und wenn man da jetzt hingeht, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Bin mir gerade nicht sicher. Aber wenn man hier jetzt auf jeden Fall hingeht, dann sind sie alle auf dem Schiff. Das finde ich toll. Dann, 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 dann. Und wenn wir mal unser Kostüm anschauen, dann die richtige Traumsonne. Also ich meine, wenn Leute erwarten, wenn Leute was anderes außer so ein lames Kostüm erwarten bei der 100% bei diesem Spiel, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, ich habe auch nichts Krasses erwartet. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass das alles sich am Ende lohnen wird. Aber jetzt kann ich sagen, ich habe Yoshi's Crafted World 100% durch. Und am Ende des Spiels dachte ich mir auch nochmal so, vielleicht mache ich die Boss-Challenge doch nicht. Aber es lief so gut mit den ersten paar Bissen. Selbst mit Baby Bowser. Bei Baby Bowser habe ich auch nicht so lange gebraucht, vielleicht eine Stunde oder weniger. Und dann hatte ich einfach irgendwie die Motivation bekommen. Und ja, hätte ich den Comeback nach ein paar Stunden nicht geschafft, dann wäre kritisch gewesen. So, es gibt noch ein paar Amiibo-Kostüme, zu denen komme ich gleich noch. Was kann ich jetzt noch sagen? Aber man kann ja auch auf Yoshi wählen gehen. Da kommt man sofort hier hin, zu diesem Abteil, wo ich gerade bin. Das soll ich nur kurz zeigen. So, und jetzt schauen wir uns unsere Mühen an. Alles, was wir gesammelt haben. Jetzt schauen wir uns das an. Das war ein langes Abenteuer, muss ich sagen. Circa ein Jahr oder so hat's gebraucht, ne? Aber wenn man jetzt mal mein erstes Yoshi's Craft World Video vergleicht mit dem hier, das ist ja jetzt das letzte Video, dann ist schon ein großer Unterschied. So, wir haben vier Kategorien. Wir haben Kunstwerke, alles, was wir gesammelt haben, alle Quests, Outfits, erklärt sich von alleine, Videos, das sind alle Cutscenes, die es im Spiel gibt, das sind, glaube ich, so 8 Stück oder so. Die werden wir alle nochmal neu spielen, denn in fast allen kann man nämlich Ja und Nein oder so positiv und negativ antworten und da möchte ich euch alle Antwortmöglichkeiten zeigen. Und dann gibt es noch Musik. Dazu kommen wir dann am Ende. So, Kunstwerke. Es gibt, wie ihr sehen könnt, 121 Kunstwerke. Das sind sie alle. Und ich gehe sie jetzt alle durch. Ich drehe sie alle mal so ein wenig. Und, ich rede mal vielleicht ein wenig oder so, ich weiß es nicht. Ja, brauche ich sie in beide Richtungen drehen? Eigentlich nicht, ne? Ich drehe sie nur in eine Richtung. Ich drehe sie in die Richtung. Ja, ich drehe sie in die Richtung. Und zeige euch alle. Ja, was gibt's zu sagen? Also das Spiel ist echt, es ist toll.
Das Spiel ist toll. Es ist eines der bestaussehendsten Spiele auf der Switch. Aber mehr kann man zu dem Spiel leider nicht sagen. Da man viel falsch gemacht hat bei dem Spiel, könnte man sagen, ja. Unter anderem ist das... wie soll ich das da sagen? Also, die Schwierigkeit. Das Spiel ist zum größten Teil einfach. Aber wenn es dann darum geht, die 100% zu machen, wie in jedem Yoshi-Spiel, wird es dann auch natürlich schwerer. Aber in diesem Yoshi-Spiel, das ist... Ich kann euch sagen, Finger weg von den 100%. Macht es nicht. Die Preise lohnen sich nicht. Offensichtlich. Ich glaube, da können wir alle drauf zustimmen, dass es sich nicht lohnt, die Preise für die 100%. Und es macht auch keinen Spaß. Also manches macht Spaß. Zum Beispiel die meisten Sachen finden in den Leveln, aber so, es gibt so viele Sachen, auf die bin ich ganz stolz. Oder, ja gut, eigentlich schon. Also, wie sage ich das? Es gibt viele Sachen, bei denen bin ich so, ja, warum habe ich das überhaupt gemacht? Nur für die 100%. Toll. Aber ich bin froh, dass ich dann noch auf meinen, dass ich dann doch nochmal die 100% gemacht habe. Das finde ich toll. Das sieht cool aus. Und das ist cool. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall. Spiel ist gut. 100% sind nicht toll. Und der Endboss sagt. Also der Secret Endboss, Kamek. Ihr wisst schon. So. Aber wenn mir irgendjemand sagen will, dass, guckt euch das an, dass das Spiel nicht knuffig ist. Oder nicht gut aussieht, ja. Nein. Das Spiel sieht wunderschön aus. Okay? Ich finde zumindest, das Spiel sieht wunderschön aus. Und ich kann nicht verstehen, wenn Leute sagen, dass das Spiel schlecht aussieht. Wie gesagt, es ist eines der bestaussehendsten Spiele auf der Switch. Natürlich gibt es auch viele andere. Zum Beispiel Luigi's Mansion 3. Oder Pokémon Mystery Dungeon. Oder was sieht denn noch gut aus? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe gerade nicht so viel im Kopf. Aber ja. Oh, die Yoshi-Kekse, die sind cool. Auf jeden Fall kommen demnächst auch ein paar andere Yoshi-Spiele auf meinem Kanal. Das ist halt das erste Yoshi-Let's Play auf meinem Kanal. Und das nur, weil es halt ein neues Yoshi-Spiel war, wollte ich es als erstes machen. Auf jeden Fall werden die anderen Teile auch nochmal kommen. Demnächst. Wann, weiß ich also nicht ganz genau, aber es werden alle Teile gespielt. Heißt Yoshi's Island auf dem Game Boy Advance allerdings, weil ich mag die SNES-Version nicht so sehr. Also, ich mag die schon, aber nicht so sehr wie die Game Boy Advance-Version. Und Yoshi's Story auf der Nintendo 64. Das gibt's auch noch. Das ist ziemlich kurz. Dann gibt's noch Yoshi's Island DS. Das hatte ich früher als Kind immer gespielt. Das ist ziemlich cool. Allerdings, also da gibt's halt viele verschiedene Babys. Aber ich muss ehrlich sagen, selbst damals war ich schon der Meinung, dass Yoshi's Island DS nicht ganz so geil ist. Aber dazu kommen wir dann, wenn das Let's Play draußen ist. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sein. Und das Jahr ist noch frisch, also ja. Oh, dieses Shy Guy Ding, das finde ich voll cool. Es gibt ja allgemein viele Gegenstände, die ich echt cool finde. Ups, sorry. Ja. Ach ja, es gibt noch Yoshi's New Island, da war ich mega gehypt am Anfang. Ich habe früher, als ich noch keinen YouTube-Account hatte, habe ich immer auf meinem 3DS alles aufgenommen. So, und ich habe es nie hochgeladen und ich habe die meisten Sachen auch zum Glück gelöscht. Da waren ziemlich cringige Sachen dabei, aber ja, ich habe dann so getan, als wäre, hätte ich ein Yoshi's New Island Let's Play gemacht. Obwohl, nein, warte, habe ich nicht. Also, ich habe es nicht aufgenommen.
Aber ich habe trotzdem, als ich gespielt habe, so getan, als hätte ich dann Let's Play vorgemacht. Ich war früher seltsam. Warum sage ich das eigentlich? Naja, egal. Oh, der ist cool. Der Schneemann. Der ist echt cool. Ihr könnt ja selber mal stoppen. Ich werde nicht zwischendurch hier stoppen bei den ganzen Dingern. Weil... Dann sitzen wir noch morgen hier. Ich kann die Folge jetzt nicht so lange machen. Es gibt ja auch viele, die es hier überhaupt nicht interessiert, was ich hier gerade zeige. Von daher. Ich denke, wenn ich einmal so einen Rundgang mache, dann ist das schon okay. Also zumindest mache ich das auf jeden Fall so. Auf jeden Fall, Yoshi's New Island war ziemlich cool. Und der ist auch cool, der Schalgerdrachen. Aber es gab da so Sachen in dem Spiel, die haben mir überhaupt nicht gefallen. Zum Beispiel die Bonus-Level, so. Also 100% sammeln war da auch nicht so geil. Und das wird auch AIDS, dort 100% zu sammeln. Aber ich werde es trotzdem machen müssen. Ja. Oh, das ist cool. Die Rückseite vom Baum. Es gibt noch Yoshi's Woolly World. Der Vorgänger zu diesem Spiel. Ist ein sehr gutes Spiel. Ich habe aber das Gefühl, dass ich das Spiel so ein wenig underrate. Also ich kenne viele Leute, die sagen, oh, Yoshi's Woolly World war richtig gut. Und ich denke mir dann immer so, ja, es ist ein gutes Spiel, aber mehr auch nicht. So, es ist auf jeden Fall besser als dieses Spiel. Dieses Spiel ist einer der, ich will nicht sagen, schlechteren Yoshi-Teile. Weil, ja, okay, ja, was heißt schlechteren Yoshi-Teile? So, das kannst du mit Yoshi's New Island, Yoshi's Island DS, mit denen kannst du das eigentlich so von einrahmen von der Spielqualität her. Also nicht Grafik, sondern wie gut das Spiel ist. Das wollte ich sagen. Also es ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Kann ja sein, dass ihr Yoshi's Island DS oder Yoshi's New Island über alles liebt, neue Lieblingsspiel ist. Ist vollkommen okay. Ja. Ich sag nur meine Meinung. So wie ich es finde. Ja. Aber auf jeden Fall werden alle Teile noch kommen. Wahrscheinlich wird Yoshi's Island sogar noch dieses Jahr kommen. Und Yoshi's Story auch noch. Aber ich sag nicht dazu, noch mehr dazu sage ich natürlich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Let's Play gefallen. Auch wenn es ein wenig überzogen wurde. Ich hätte eigentlich mit dem Let's Play schon mit ein paar Monaten fertig gewesen, aber ich habe etwas lang gemacht. Aber ganz ehrlich, ich denke, das war's wert. Das war eine tolle Erfahrung, das Spiel. Und jetzt sind wir da durch. Für immer. Ich hoffe zumindest für immer, weil ich könnte mir gerade nicht vorstellen, das Spiel noch irgendwann mal in 10 Jahren nochmal zu Re-Let's Playen, nur weil ich mir denke, oh, jetzt gibt es 8K und jetzt kann ich 8K Let's Playen und jetzt werde ich so Nintendo und mache 8K Let's Plays und Livestreams und jetzt muss ich alles neu machen, weil 1080p 60 FPS, wie dieses Video hier, ist ja dann zu schlecht auf einmal. Nein, ich hoffe mal nicht, dass ich so irgendwann denke, kann sein, aber ich hoffe mal nicht. Der Gabelstapler. Der Gabelstapler, ich kann nicht reden. Egal, ihr wisst, was ich meine. So, wir kommen bei den Gegenständen dem Ende zu. Ja, der Dosenroboter, der ist cool. So, und hier sind die letzten Gegenstände. Zack! Der letzte Gegenstand, Leute. Das waren alle Kunstwerke. Alles, was wir sammeln mussten. Für die Blockertons, Blocker-Dinger, die Typen da unten rechts. So, und jetzt kommen die Outfits. Von denen gibt es insgesamt 185, glaube ich. Bitte schlag mich nicht tot, ich weiß es nicht. Problem ist halt, es gibt mehrere Amiibo-Kostüme. Es gibt noch, ich glaube, Toad gibt es noch. Es gibt Luigi noch, es gibt Bowser noch, es gibt Koopa noch. Ja, es
weiß jetzt nicht alle auswendig, aber... Ah doch, es gibt dann noch den roten Wolyoshi, den blauen Wolyoshi und einen gibt's noch, glaube ich. Ach, verdammt. Ah doch, jetzt weiß ich's. Das, der Schnüffelchen. Wollschnuffel. Also, den hier, aber in Wolle. Das sind alle, die es gibt. Also, ich kann euch nur die zeigen, die ich momentan habe. Zu diesem Zeitpunkt. Den Rest kann ich euch leider nicht zeigen. Ich guck mal, dass ich vielleicht in der Beschreibung was verlinke, wo man alle sieht. So, aber was ich jetzt mache, ist genau das Gleiche, was ich gerade bei den Kunstwerken gemacht habe. Ich mache wieder einen Rundgang und bewerte die ganzen Sachen. Domflok ist cool. Gefällt mir. Die Kuh, ja, ist halt eine Kuh, ne? Die Milchflasche, man kennt sie. Super toll. Eine Geschenkbox, okay. Why not? Coole Idee. Ein Berg. Sieht nicht aus wie ein Berg, aber naja. Es sieht trotzdem cool aus. Haus mit rotem Dach. Why? Orangensafttüte. Why? Eine Mülltonne. Ja, okay. Kann ich verstehen, warum. Gelbes Auto. Jetzt kommen die Farben. Ach, noch nicht. Karamellschachtel. Warum? Weiß ich nicht. Ein Wasserrad. Nicht schlecht. Ist schon ganz cool eigentlich. Haben dieses schöne Ding da. Piratenschiff. Auch ziemlich cool. Der Clownfisch. Man kennt ihn. Ein Kugelfisch. Auch sehr cool. Oh, sein Gesicht. Cool. Der Leuchtturm. Ja, auch toll. Könnt mir gerne in den Kommentar schreiben, welches ihr am besten findet für ein Kostüm oder eure Lieblings allgemein. Hellblauer Fisch und lila Fisch. Ja, warum nicht? Aber ich verstehe nicht, warum es so viele Farben von manchen gibt. Einfach nur Recycling ist das. Flaschendeckel. Kaltwasserbottich. Verstehe ich nicht. I don't understand. Blaue Kaffeesahne. Yeah, why? Los, los, Yoshi. Wenn ich den noch einmal sehe, diesen los, los, Yoshi, ne? Wirbelschnecke. Weißes Schaf. Schwarzfußschaf. Gelber Laster. Geil. Lila Laster. Oh. Holzkiste. Okay, das ist schon irgendwie cool, die Holzkiste so. Gras. Ich verstehe es bis heute nicht. Blaue Mülltonne. Ja, weil die grüne nicht genug war. Haus mit blauem Dach. Ich weiß jetzt nicht, was da steht. Der Dosenkondor, der erste Boss. Minimauser. Bastelkatze. Schon ziemlich cool. Büffel. Naja, die ganzen Tiere. Rosa Waggon. Ja, nicht schlecht. Lila Waggon. Ja, auch nicht schlecht. Bonbon-Schachtel. Da macht's Bum-Bum, Alter. Minenwagen. Oh yeah. Silberne Schubkarre. Kondorbox. Monty Maulwurf. Das ist schon cool. Blumenbeet. Das ist auch richtig cool. Einfach nur wegen dem Hut. Lila Blumenbeet. Ja, hier ist das gleiche, ne? Grüner Kürbis. Why? Gelbe Springblume. Okay, kann ich schon verstehen in einem Level in der Welt. Lila Springblume. Das dann wiederum nicht mehr so ganz. Grüne Kaffeesahne. Warum? Warum überhaupt Kaffeesahne? Wo gab es im ganzen Spiel Kaffeesahne? Grüner Blumentopf. Rosa Blumentopf. Ja, grün und rosa sind die besten Farben. Don't add me. Blauer Eimer. Okay. Skeletosaurus. Erinnert euch noch? Von dem mussten wir mal wegrennen. Skeletosaurus Schädel. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Kamel. Oh yeah.
Planierraupe. Warum auch immer das Ding so heißt. Ziegel. Mhm. Antike Steinskulptur. Ja, verstehe ich auch nicht ganz so. Roter Eimer. Yay, Farben kommen wieder. Grüne Schubkarre. Epic. Salsa. Salsa. Salsa-Soße. Ja. Ein Kaktus. Naja, sieht nicht so sehr aus wie ein Kaktus, aber naja, wie auch immer. Ein Cupcake, das ist richtig cool. Sieht aus wie so ein veganer Cupcake. Schwingling. Ja, ich habe die eigentlich... Ah, rosa Makaron. Ah ja, ich habe die eigentlich so ein wenig gehatet, aber mittlerweile finde ich eigentlich ganz cool. Minzmakaron. Ich finde die eigentlich ganz süß. Auch wenn ich in der einen Folge so wenig negativ auf die kam. Rote Wolle. Blaue Wolle. Eichhörnchenstamm. Yeah. Gestreifte Windmühle. Okay, was? Karierte Windmühle. Why? Rosa Kaffeesahne. Ist doch ein Joke. Lavabottich. Okay. Naja, es geht. Bodenbirdie. Das ist schon ganz cool. Flugzeug. Das ist auch ziemlich cool. Goldenes UFO. Das ist auch nice. Ich weiß, wir haben manche Sachen nicht gehabt. Angehabt. Aber naja. Bodenbirdie Nest. Riesenfeuerblark. Es gab nur Feuerblarks. Es gab keine normalen. Ah doch, Riesenwasserblag. Hier. Warte, gab es Wasserblag? Doch, es gab Wasserblags. Sorry. Ich hab nichts gesagt. UFO. Es gab normale Wasserblags auch noch. Sodaflaschendeckel. Yeah. Apfelsafttüte. Super. Rabe. Der ist ja sogar komplett 3D. Cool. Kugelwilli. Yeah. Zirkusmanege. Oder Manege. Oder was auch immer? Wie auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Beißbox. All die Dinger sehen cool aus, aber ich mag sie nicht. Zirkuszelt. Na? Sarg. Warum auch immer man einen Sarg holen kann. Aber das Coole ist, Yoshi tot. Popcorn-Wagen. Nicht Waggon, Wagen. Wer möchte Popcorn? Rosa Pfirsichdeckel. Yeah. Minzauto. Sexy. Nice. Zirkusrequisite. Oh, es leuchtet sogar, oder? Nee, das ist nur die... Ja, okay, es sind nur die Lichteffekte. Piranha Octaeda, also der Boss. Steinwelt. Eicheleule. Sorry. Ein Bus. Ja. Bei dem Yoshi einfach so eingestiegen ist. Wunderball. Baumstumpf. Epic. Ein roter Apfel. Und jetzt pass auf, Leute. Ein gelber Apfel. Und jetzt pass auf, Leute. Kein grüner Apfel. Rote Schubkarre dafür. Ein Silbereimer. Yeah. Blaubeermarmelade. Strandxilebo. Der ist schon cool. Ich finde süß. Bötchen. Ja, der Xilebo hat immer seine Hosen ausgezogen. Und dann irgendwann hat er sich dazu entschieden. Oh, ein Wal. Cool. Der ist cool. Hat er sich dazu entschieden, etwas Urlaub zu nehmen. Spaß, Piratenschiff. Okay. Eine Palme. Ja, das Ding fand ich schon immer sehr seltsam. Ich habe es nicht verstanden. Oktopus. Ja. Die sind auch ganz okay. Sternenvorhang. Das ist schon ziemlich cool eigentlich, oder? Was meint ihr? Tropendeckel. Sag mal, wie lange dicken das eigentlich hier? Pinguin. Das ist süß. Polysterol-Schachtel. Ja. Bushitoni, der Boss. Oder? Was ist das, der Boss? Heizofen, also halt der Boss in dem Level. Ich weiß gerade nicht mehr. Nee, es war Bockmeier. Asienlampe, die ist schon cool.
Ah, ich kann mich an die Sachen alle erinnern. Japanisches Schloss. Cool, cool. Japanische Schachtel, but why? Papierschachtel, sieht genau gleich aus. Yay. Bambuszylinder, es sieht nicht aus wie ein Bambus, nur die Farben sind richtig. Warmer Heiztisch. Und jetzt pass auf, Leute. Heißer Heiztisch. Heiztisch, ja. Epic. Asien, Pralinenschachtel. Schon eigentlich ganz cool, cool. Kroko-Waggon, der vierte Boss. Giraffe. Ja. Schlankton. Ja, 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 ja. Punktekarte. Alles sind schon eigentlich ganz cool, die Sachen hier. Ein Nashorst. Ah, ich mag den. Och, wenn der böse war. Baby-Nashorst. Einfach nur, weil die ein süßes Paar bilden. Dschungellaster. Oder halt zusammen verwandt sind. Ich weiß es nicht. Frosch mit rosa Blumen. Das ist schon cool. Frosch mit blauen Blumen. Der ist vielleicht sogar etwas besser. Heu. Ja, das Heu darf natürlich nicht fehlen, ne? Raketenspitze. Die war cool. Magnetschachtel. Raumschiff. Cybo? Whatever. Der kleine Junge da. Ein froher Planet. Yeah. Münzsternschnuppe. Yeah. Lila Sternschnuppe. Denn die schnuppern gern. Blaue Sternschnuppe. Es ist lächerlich. Deckel mit Stern. Wie viele Deckel gibt's eigentlich? Hat jemand mal nachgezählt? Mahlset. Why? Himmelblaues Solarauto. Und ein gelbes Solarauto. Rotes Solarauto. Aber ey, die Schallgeilfarben sind immer anders. Lippenwelt. Ja, war ich nicht so. Lotusblatt. Umwölkter Berg. Yeah. Kippblock blau. Hat was. Kippblock grün. Dun, dun, dun. Rotes Auto. Gelber Eimer. Oh, ich dachte, es kommt ein Auto. Naja, aber wieder ein Eimer. Zahnräder. Warum auch immer das ultra seltene war aus der Welt. I don't know. Elektrolift. Schon ganz cool. Pilolino! Ja. Dinger sehen schon ganz niedlich aus, aber in-game sind nicht so toll. Glühbirne! Die Absperrung. Schon ganz cool, eigentlich. Finde ich. Bemalte Fassade. Why? Zugwaggon. Ja. Hat was. Rote Mülltonne. Und wie gesagt, in der Beschreibung gibt es wahrscheinlich noch. Grüner Apfel, da ist er! Noch ein Link, wie die ganzen Kostüme in-game aussehen. Nicht von mir, sondern von jemand anderen. Schwarze Kaffeesahne, weil ich habe da echt keinen Bock, das noch zu machen. Ich könnte es machen, aber mache ich jetzt nicht. Der große König Bowser, auch ganz cool. Toy-Con RC Auto. Oh yeah, mit dem Yoshi vorne. Toy-Con Klavier. Mhm. Toy-Con Roboter. Dieses Yoshi hier vorne. Bastian Barrikaton. Balthasar Outfit. Wir sind am Ende. Schnuffel. Hellblaues Schnuffelchen. Schwarzes Schnuffelchen. Rosa Schnuffelchen. Kamek. Und Barrikaton sowie die Traumsonne. Hier haben wir noch eine Mario Amiibo Kostüm Ding. Ja, hier haben wir noch das Peach Amiibo Kostümchen.
Hier haben wir noch das Yoshi-Amiibo-Kostümchen. Sieht zwar hier so langweilig aus, aber in-game besser. Grüner Yoshi-Kostümchen. Und eine Amiibo-Schachtel, wenn man eine random Amiibo einscannt. Das waren sie alle. Und ich sehe schon, ich nehme jetzt schon 30 Minuten auf. Oh Gott. So, Videos. Alle Cutscenes. Dabei gibt es nur das und das, die sehr besonders, die interessant sind. Deshalb werde ich die anderen, denke ich, skippen. Ich meine, ihr habt die anderen schon gesehen. Und ja, deshalb gucken wir uns nun die anderen nochmal an. Die Bösse. Die ersten 5 Bösse. Weil da konnte man nämlich noch einen Dialog wählen. Und da werde ich euch reinschneiden, was man bei dem anderen jeweils sagen kann. So, wir hatten hier tatsächlich Jau gesagt, aber ich hätte lieber die Wahrheit sagen sollen. Das mache ich jetzt. Und meinen Fehler behebe ich jetzt. Nö. Wir haben keinen. Nein. Sorry, Mate. Hey, der hat doch keinen Schimmer. Ich mache ihn platt und finde die Juwelen selbst. In der Tat, eure Verdrießlichkeit. Ja, und für anders ist er dann nicht mehr. Ursprünglich haben wir hier klar gesagt, doch jetzt haben wir einfach mal eher weniger. Ha, der Knirster weiß eben, wer einen Ass vor sich hat. Und zack. Dann nimmt er den Mund zu voll. Eure Hochmutsamkeit. Oh nein, der Arme. Oh. Das ist nur deine Schuld, Yoshi! Ja, wenn ich hören will, genau, das ist deine Schuld, Röte! Okay, Leute, kurze Pause hier an dieser Stelle, denn ich möchte euch mal unbedingt zeigen, wie lange denn diese Ladezeiten sind. Schaut mal selbst. Mensch, lädt das lang. So, wir hatten ursprünglich kaputt machen gemacht. Allerdings habe ich nicht nachgedacht und dachte mir so, kaputt machen, das ist bestimmt lustig. Aber diesmal tun wir einfach nichts. Einfach nichts machen. Und das wollte ich eigentlich auch machen. Wehe, ich mach das platt. Ja, ja, das war lahm. Du hast die Sache aus dem Ball ausgetauscht, die bist du. Menno, jetzt mache ich dich kaputt. Diese Piranha-Wanze wird dich verschlingen und es dir heimzahlen. Ja, und mehr ändert sich hier dann nicht mehr. Hey, Yoshi, steh da nicht so dumm rum. Hilf mir gefälligst. Du lässt doch nicht so, dass Kamek so mit mir umspringt, oder? Für wen bist du? Für mich oder für Kamek? Ich wäre eigentlich immer noch für Bowser Jr. Aber... Baby Bowser. Sorry, er sieht in diesem Spiel einfach aus wie Bowser Jr. Es verwechselt immer. Wie gesagt, ich bin eigentlich immer noch für Baby Bowser, aber... Wir wollen ja sehen, was passiert, wenn wir für Kamek sind. Deshalb sagen wir diesmal für Kamek. Ja, also eigentlich Kamek ja recht, ne? Was? Wer hat dich denn gefragt? Wie kannst du es wagen, seine Aufbrauslichkeit zu ärgern? Das ist unverzeihlich. Ich mache den coolsten Zug, den eure Unersättlichkeit je gesehen hat. Yay. Oh. Oh, und mehr gibt's nicht. So, und soweit ich weiß, gibt es bei den anderen 4 Cutscenes nichts. Also hier Auftakt... der große König Bowser, Ende und Kamek. Kleinerer Satz, ich glaube, hier gibt es nichts zum Auswählen, deshalb werde ich die euch nicht mehr zeigen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt dieses Videos. Musik. Und bevor ich da reingehe, ratet einfach mal, wie viele Soundtracks hat das Spiel? Ratet einfach mal, was denkt ihr?
vielleicht so 50, vielleicht 40, aber 30 könnte es doch nicht sein. Ja, wenn ihr 30 gesagt habt, lag ihr falsch, denn es gibt 20 Soundtracks nur. 20 Lieder gibt es in dem Spiel. Das hier sind alle. Das ist die ganze Liste. Das könnte ein ganzes Album sein. So, und was ich jetzt machen werde, ist jedes einzelne abspielen, einmal durchgehen lassen und danach sagen, wie ich das Lied finde. Also, let's go. Ja, ist die Titelmusik. Ist ganz okay, aber mehr auch nicht. Oh Gott, nein, die Musik kann ich mir nicht mehr anhören. Von der Weltkarte gibt es mehrere Soundtracks eigentlich. Also es gibt mehrere Versionen. Das ist insgesamt ein Soundtrack, aber es ist immer so ein anderer Teil von dem Soundtrack, wo dann immer mehr Instrumente kommen. Je weiter man im Spiel ist, desto mehr Instrumente kommen zur Weltkarte-Musik. Aber ich werde es jetzt nicht nochmal abspielen. Hier haben wir nochmal das Hauptthema. Eigentlich wollte ich das ganze Lied abspielen lassen erstmal und dann was sagen, aber ich glaube, das Video ist jetzt schon lang genug. 40 Minuten wird es wahrscheinlich am Ende sein oder so, ich weiß es nicht. Ja, Hauptthema finde ich ganz cool. Aber dass das Hauptthema ist, ich weiß nicht, das ist etwas wenig so. Aber das Hauptthema ist ja noch schön und gut. Doch, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft das in allen anderen Tracks vorkommt. Klitzekleines Universum. Das ist einfach die Weltallmusik-Version von dem Hauptthema. Ja? Ist okay. Also ich finde den ganzen Soundtrack, alle finde ich ganz okay. Es sind nur sehr wenige. Und es ist keine Abwechslung drin. Es ist immer alles das Gleiche. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht wirklich gut. Duckend durch die Gefahr. Das ist zumindest mal ein anderer Track. Der hat mir auch ziemlich gut gefallen. Von dieses dun 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 dun. Das kommt gleich. Das hier. Oder? Ist es das? Ne, noch nicht. Ist das hier? Hm. Ich finde auch süß, wie die da unten tanzen. Na, erst gleich kommt das, der Part, den ich am meisten mag. Jetzt kommt's. Dun, dun. Such die Blume. Oh nein! Die ganzen Match-Level. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Sie geht mir auf den Zeiger. Wenn ich diese Musik nochmal hören muss, dann raste ich noch aus. Spaß. Die Musik ist toll. Doch, es ist nervig. Nach einer Zeit kannst du es dir nicht mehr geben. Ja, deshalb machen wir weiter mit Yoshis Expedition. Die Höhlenmusik. Oder, ja, im Gemeinen die Expeditionsmusik. Ups, sorry. Bam, bam, bam. Die Musik ist schon cool, aber es ist mal wieder das Hauptthema. Aber, naja. Weit weg, Wildnis. Das ist auch okay. Umfahrtlänge.
Ja, es ist sehr ähnlich zu Klitzekleines Universum, finde ich. Ah, also lame. Floppiger Marsch. Ist okay. Nachtwerke. Ja. Ich denke, die anderen Songs sind einfach nur dazu da, um die Atmosphäre zu geben. Zumindest der hier ist auf jeden Fall nur dafür da, für die Atmosphäre. Ja. Eisozeane. Es ist immer das gleiche Lied. Nur angepasst an der Welt. Mehr ist es nicht. Ninja-Versteck. Ja, es ist einfach nur angepasst. Echt lame. Zellophaninsel? Hm? Wann kam das Lied? Also, mir kommt es bekannt vor, aber ich weiß gerade nicht, wann das Lied kam. So. Großer böser Boss? Das hier ist, glaube ich, die Intro-Musik? Oder? Nee. Ach hier, großer böser Boss ist in den normalen Leveln die Beste. Es gab bei manchen normalen Leveln so Bässe. Und ein größerer, böserer Boss ist wahrscheinlich die normale Bossmusik, oder? Ja. Oh, nach dem Kamek-Level kann ich dieses Lied nicht mehr hören. Komm, ich muss skippen hier, Alter. Klicke, Klacke, Attacke! Das ist die Wüstenmusik. Warum auch immer die hier ist und nicht direkt nach dem Zellophaninsel, aber egal. So, der große König Bowser. Ist okay. Mehr nicht. Der ganze Soundtrack ist okay und mehr nicht. Wenn ihr den Soundtrack besser findet oder sogar noch schlechter findet, ihr könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Letzte Kämpfe und Hurras! Naja. Das waren schon Zeiten, du. Vor ein paar Wochen. Also für mich vor ein paar Wochen, als ich das Finale aufgenommen habe. Ja. So, und dann eins der besten Soundtracks. Wunderbar, Automat! Damit beenden wir das Let's Play Yoshi's Crafted World. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr sicherlich, was ihr tun könnt. Und wenn nicht, wird das hier wahrscheinlich die erste Folge von mir sein, die ihr schaut. Ja, das war's dann hiermit. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Wenn es dann wieder heißt, ich und Yoshi machen irgendwas oder vielleicht auch jemand anderes. Egal, haut rein.